Ist Überleben kriminell? Sag, was Saras hier machen? Zwei Kinder minus gerade auf der Straße. Ungewiss, nix kriegst, kann ich dir hoffen. An Grenzen, wo Zuständige nix machen, nur schließen lassen. Würdest du, was die wie ein Viech behandeln, registrieren lassen? Würdest warten, bis nur mal durchdrehen und die da schießen lassen? Ob es du aus Kriegsgebiete fließt, vor die Milizenwachen. Ich weiß nicht, wie's dir geht, aber ich schwöre da Brieftasche. Unglaublich, wie wenn Kriminelles passiert, trotz dem prekären Zustand, was leider aus dem Mittleren Osten verkümmern lassen. Rechte streuen Gerüchte lassen Einzelfälle fürs Wachsen. Obwohl's widerlegt wird, sie so wenig am Revier posten. Während die behaupten, es sind alles Verbrecher. Es gab auch gar nichts verteilt, hat mal die Steuern gerechter. Polizei hat öfter gelogen, wann sie handgreiflich wird. Doch wenn sogar Polizei dementiert, was der Tageszeitung liegt. Sei das sicher, dass der Vorurteil nicht erwähnenswert passiert. Das ist nur Schwachsinn, der versucht, dass er den Hassen legitimiert. Spüle den verängstigten Bürger. Sie hören unsere Argumente ja gar nicht an. Sie schreien längst nach einem Führer. Niemand ist gut für nix, aber keine Chance gibt's. Niemand ist gut für nix, aber keine Chance gibt's. Und die Regierungen reden, es mangelt an Unterkünfte. Aber nix wird akzeptiert, wann privat was zur Verfügung stünde. Leid, wenn weiter kommt, alle drängen auf Loswerden. Alle ab nach Deutschland, weil sie alle anderen Staaten wären. Ausgebildete Leute sind da, Kunden, die Wirtschaft vom Elend retten. Sagen sogar WKO-Präsidenten. Ich hör nur Mikkel Maus, Leitner mit Tränensäcken. Mit einem Aufnahmestopp in Deutschland war jetzt echt nicht zu rechnen. Unglaublich, wie's gegen Merkel hetzen. Merkel hin oder her, anstatt die rechten Länder stressen. Die nächsten Liebe, ja sie endet am eigenen Gartenzaun. Weißes Europa, lass sie nicht gern in seine Karten schauen. Man redet von Fortschritt, Sitzung geplant. Und Sitzung für Sitzung für Sitzung, dann die Sitzung vertagt, wie Zwick und Sand. Rechte fordern Zäune um Städte, keine Lösungsvorschläge. Sie liegen und jeder Diskus für'n Arsch. Und dann reden die alle immer vor dem christlichen Wert. Aber keiner gäbe mehr beten und die Kirchen sind leer. Was Nächstenliebe? Glaubst du, so ist gleich der Tradition ersetzt? Was für eine? Meinst du Schnitt? Bierzelt und Oktoberfest. Kennt jeder Vorträge von Thomas Schmiedinger. Gab's Beef nimmer als dschihadistischer Weg. Ist ne gleicher muslimischer. Was für ängstigte Bürger. Ihr wollt die Argumente ja gar nicht hören. Ihr schreit's längst noch am Führer. Niemand ist gut für nix, aber keine Chancen gibt.